Leute, jetzt sind wir hier Bad Kissingen, hier in der Saale unterwegs. Von der Burg in der Bodenlaube bis hierher. Dann ist dann rechts eine Polizei gewesen, die ist dann an uns vorbeifahren sind. Dann sind sie näher gefahren und dann haben sie uns angehalten. Dann haben sie halt Fahrzeugschein, eine reine Kontikontrolle, ob sie was getrunken haben. Sagt nee, ich trinke nichts, keine Drogen, kein Alkohol. Ich schaue auf meine Gesundheit, achte auf Gesundheit. Ja, dann haben wir noch gequatscht. Dann haben sie auch gefragt, ob er so einen Gasgrill, ob alles geklappt hat. Sag ich, ja, klar. Das kann ja später alles auf meinem YouTube-Kanal sehen. Indiana Jones auf der Suche nach einem Abend dran. Da haben sie auch noch gesagt, schönen Abend und ja, wir auch. Und dann sind sie weitergegangen. Ein bisschen unterhalten noch. Eine halbe Stunde hat das gedauert, manchmal. Ja, ein bisschen unterhalten. Weißt du, ein bisschen kann ich gut quatschen. Polizisten sind uns Freunde und Helfer. Da kannst du was, die haben eine Nachtschicht gemacht und waren halt noch jung. Und wir auch noch, sind noch jung und da konnte man halt, also ich war noch jung, dann konnten wir halt einen guten Nick und quatschen halt. Du bist doch jung? Und du bist so alt. Und jetzt laufen wir hier in Bad Kissing da und an der Saale. Ab, los, da durch. Ja genau, da ist unser Ziel. Aber nicht die Toiletten. Und das ist, ich bin der Justus König, der YouTuber, der Abenteurer aus Würzburg, von dem YouTube-Kanal Jana Schons auf der Suche nach neuen Abenteuer, bekannt als Jana Schons Dander oder Captain America, und das ist der Kumpel Freddy Krüger Jürgen Graf. Und sein Zuhause. Und sein abgesperrt. Alles abends abgesperrt. Ja. Und da ist das Ding schon. Und das ist unsere letzte Tour für heute Abend, dann geht's wieder nach Hause nach Würzburg zurück. Denn morgen ist, denn heute später, ab 13 Uhr, denn heute ist schon der Samstag, ab 13 Uhr ist dann das Tuning-Treffen von Carfieber in Nürnberg. Da wo der Verkehrsübungsplatz ist oder Flughafen, nee. Wie heißt das nochmal? Liebesucher, die herabbierselnde Sohle sorgt für den gesundheitsfördernden Mikroklima, das in seiner Wirkung dem Klima der Nordsee ähnlich ist. Eine bewusste Inhalation kann dazu beitragen, die Atemwege zu reinigen, die Lungenfunktion zu regenerieren und das Immunsystem zu stärken. Können Sie sich selbst und allen Besucher etwas Ruhe. Also das heißt, es ist gut für mein Immunsystem und für meine Lunge. Im Winter ist es geschlossen, im Sommer ist es offen. Und da kann man schön durchlaufen. Da tropft das Wasser hier runter durch dieses Ding, Holz. Das hat man auch in der Sauna gehabt, gell? In Kisales. Ja, in der Dampfsauna. War das da in Kleinformat und das dann. Und da kannst du jetzt so durchlaufen. Das ist doch interessant anzuschauen, oder? Schauen wir das hier an. Ja. Warum bist du so verschleimt eigentlich? Und da kann man sich schön hinsetzen. Und dann war mal unser Likey. Ich leuchte mich an, du leuchtest dich an. Ja, okay. Likey. Ja, like das. Likey. Genau, und hoch auf das Ding. Jetzt leuchten wir das wieder an. Oh, guck mal hin. Ja. Richtung ist richtig schleimig. Ja. Das ist kacke. Echt, ohne Geschwache. Ja, das wird halt so irgendwie. Mit wieder oben neu reingesetzt. Ja. Sind so Äste, wo das Wasser durchläuft, finde ich. Ja. Das ist auch so was Ähnliches. Und man kann halt hier entlang laufen. Dann siehst du, man kann hier entlang laufen.
Ja. Da siehst du hier, sonst bildet sich so ein Schleim drauf, gell? Hast du gesagt? Ja. Keine Ahnung warum, aber ist so. So wie bei Tropfsteinhöhle, weißt du noch? Wenn Tropfstein runter tropft. Vielleicht der Kalk oder sowas. Und da musst du mindestens den ganzen Dach sitzen. Und da siehst du, die Äste sind noch frisch. Ja. Da ist noch nichts dran. Ja, keine Ahnung. Das könnte von Weinberg sein, Äste oder von Sträuchern. Keine Ahnung. Und das soll halt so nachenden wie das Meerluft, also Salzmeerluft an der Nordsee oder Ostsee. Nordsee, glaube ich schon. Naja, warum da? Und Ostsee ist auch gleich, oder? Was auch Salzluft. Keine Ahnung. Die haben es halt vergessen wahrscheinlich. Und dann mal wieder eine Bank hinzuhocken, da kann man sich hinsetzen. Und da wird wahrscheinlich noch was neu gemacht. Da machen sie noch neu, ja. So schaut es halt roh aus. Da kommen halt neue Dinger neu. Dann sieht man, wie das ausschaut. Solche Büsche können da neu gemacht. Bis nach oben voll gemacht wieder. Ja. Und Mitte ist deswegen hoch, siehst du? Mhm. Ah, die Stämme haben sie neu gemacht. Guck, die Balken sind neu gemacht worden. Ja, wenn auch mal so. Die werden auch mit der Zeit morsch. Ja. Also die Freunde und Helfleute, die Polizisten waren sehr nett. Gut. Man kann sich sehr gut unterhalten. Oh, das ist schön gemacht jetzt hier, ne? Da kannst du sehen, wie es gemacht wird. So wird es zusammengepresst. Das ist einfach nur Zweige, was sie hier übrig gehabt haben. Zweige. Mhm. Und da geht es nur wieder runter. Und da kannst du nach draußen schauen. Anders hat er hinlaufen. Ja. Ich bleib mal hier stehen. Ich richtig so ist. Ja. Das ist herrlich. Das ist schön. Das ist es noch ohne Wasser. Und hört es ohne Wasser aus. Ja. Und da ist das Zwischenhalt. Der Lagerraum wahrscheinlich. Ja. Kann ich jetzt so reingehen, kann leuchten, aber ich glaube, du siehst nichts. Doch. Doch? Man sieht schon was, aber was. Da geht's hoch, Treppe hoch. Okay. Da geht's eine Treppe hoch. Und da ist auch ein Rotlicht. Ah ja, jetzt langsam sehe ich auch was. Ich weiß nicht, da hat eine Lampe besser geleuchtet wie meine, obwohl sie zwei Lampen hat. Und wahrscheinlich geht es dann hoch. Ja. Die Treppe hoch, kannst du ja muss, keine Ahnung. Ja, die Treppe hoch. Die Luft soll gut tun. Ja. Wenn man Asthma hat, ist es sehr gut. Ah, ist ja schon besser Luft. Ja, ist gut, Luft ist gut. Siehst du, da sind Vogelfedern drauf. Ja. Und? Vogelkacke. Das ist Kalk. Steinig ist das, fühlt sich an steinig. Ich bin ja zum Schluss alles weg. Das ist Kalk. Ja, Kalk, sag wie bei Kalk, spiele Steine. Das Wasser kommt runter aus Kalk. Und da sieht man den Rotzustand. Ja, immer noch. Ja. So schaut das einfach aus. Mhm. Oben kommt so ein Wasser halt hier runtergelaufen. Und die Beleuchtung ist oben ausgeschaltet. Ja. Aber Energie sparen. Die Decks, wie die hier hinaufkommen. Und irgendwann weiter, oder? Ja. Oder von da hinten geht der Treppe hoch. Hast du gesehen? Ja, schon, aber das hilft ja nichts. Wenn es oben Treppe hoch geht? Ja, und weiter. Mit irgendwas anderes zu tun mit der Treppe. Weil da ist ja keine Treppe da. Nein, vielleicht oben für die Wasserleitung zu steuern. Guck mal, siehst du ganz oben, da ist ein Durchlauf. Da oben. Ja. Ein Dach. Vielleicht geht die Treppe hoch und kannst oben halt das alles steuern, dieses Wasser runtertropft. Ja, das stimmt. Das ist schön. Das ist es, wie es runtertropft.
Ja, wie eine Tropfsteinhülle. Guck, wie eine Tropfsteinhülle. Das Wasser tropft da runter und bildet sich damit halt Kalk. Da sieht man, wie kalkhaltig unser Wasser ist. Das war's alle schon wieder. Siehst du, da unten ist nichts. Da unten ist extra eine Leitung, da ist das Wasser drin auf dem Bälder. Und dann geht es hier unten wieder, woran das ist Boden. Ja, aber da oben ist dann der Hütle oben. Und das ist das, nee, da ist das Wasser drin. Ja, da ist der Hütle oberhalb. Ja, da ja, wird es oben gesteuert. Da, wo ich gesagt habe, wir können nach oben gehen. Guck. Ja, das ist da, wo man hinten ist, können wir hochgehen. Ihr könnt da oben aufgehen. Ja. Da können die ihr Pause machen. Ja. Da können sie halt ihr Zeug steuern, noch keine Ahnung. Ja. Da ist schon gerade so. Nur der Teil ist halt gesperrt. Den Teil haben sie irgendwie irgendwelche Gründe gesperrt. Welchen Teil? Den Teil hier. Ja, das ist die Sperrung da vorne drauf. Da kannst du dich doch hersetzen. Ja, aber ist da vorne Sperrung. Kein Zutritt drauf. Kommst du? Ja? Da ist eine Sperrung. Wo bist du? Hast recht gehabt, das war nicht gut. Schau, das hat cool aus, ne? Von außen. Und so ist es ein Bad Ob auch, wo du warst, gell? Ja. Das glaube ich. Das war ja auch so ein riesengroßes Gelände. Im Winter ist es halt gesperrt. Ja. Durch ein Glatteis gefahren und sowas. Ja. Aber auch was damals alles so machen. Das siehst du ganz oben? Wenn du ganz nach oben gehst, dann siehst du sogar da oben. Ja. Ja. So, jetzt da. Da sind dann die Leute oben drinnen, wo die. Wo wir gesagt haben, oh, guck mal her, da unten ist ein, geht eine Treppe nach oben. Ja, und das da ist oben ist ein Fenster. Genau. Ja. Und so schaut es aus, wenn es alt ist. Siehst du? Ja. Steingebilde. Wenn es älter ist. Stimmt, wir haben ja vorhin erzählt, das schlammige Zeug, ne? Ja. Wie Tropfsteinhöhle. Ey, ist auch nichts mal, das war echt wie Stein, ne? Da es ein Stein ist, geben wir uns ein Likey! Yeah! Yeah. Ja, ne, ich muss mich hier anleuchten, ne? Genau. Ah. Yes! Yeah. Ja, mein Likey mir gegeben. Ich gebe euch ein Küsschen. Da ist unser Ding. Das ist, oder oben sind die Fenster. Ja, ja. Da. Ja. Wo du vorhin gesehen hast. Ja, was ich gesagt habe. Und da vorne ist das Steuern halt. Was ist da? Da vorne ist die Flussaale. Ach so, ja. Und da ist das. Naja, da kannst du sagen, das Trinkwasser und da das Steuerhäusle da. Haben sie das hingebaut. Mussten wir einfach hinterherlaufen. Da vorne ist der Flussaale. Und dann das ist das Trinkwasser.
Siehst du? Denn ihr Trinkwasser. Wenn ich stecke, kannst du besser sehen. Ja. So ist es. Schießt du gar nicht viel. Hast du Durst? Was? Ich rede. Ja, das Ding ist. Bitte nicht getreten. Da ist das Trinkwasser einfach. Die Lärmtaste. Naja, weil die Idioten kommen her und machen das. Und da ist die Brücke von Kisales. Das ist der Brunnen einfach hier. Genau. Und da ist unser Therme. Unsere Therme. Ja, das ist schon richtig. Oh, da ist nur unsere Kneipe, wo ich noch gar nicht gesehen habe. Und da ist das Bildschirm. Machen. Donau. Oh. Die ist ja süß. Schöne Frau, ja? Total süß. Habt ihr noch Kameras an? Kreis, Herz und Kreislaufsystem. Die kurzen, kalten Wasserinnen. Ah, schöne Füße. Und gleich Ende. Was musst du machen? Oh. Was? Das macht sie aber schön, ne? Gut. Oh, das macht sie aber wirklich schön. Die ist hier richtig süß, oder? Eine süße Spinne, ja. Vorne drin. Schön, die Käfig. Ah, ist eine Spinne. Nee. Und ärgern. Was macht sie noch hier? Ärmel. Okay, auf den nächsten Teil. Was? Die Wandhalle. Gibt's kein Bild? Da war Film. Und der Brunnen, das ist der Kneippbecken, ja, Brunnen. Ja. Da war der Film. Genau. Der Film ist oberhalb, das ist Information. Ja. Und den Film da oberhalb haben, da oben ist er. Da ist nochmal drauf drücken müssen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Da haben sie nichts weiteres gehabt. Das mit der Kneipe hat sie ja gehabt. Nochmal mache ich die Schritte. Hä? Auch selber drauf. Das haut sich ab. Ja, die ist ja drüber. Ah, nochmal. Lauf mal so schnell. Mit, weg. Scheiße. Jetzt geht's los. Meter Tiefe. Haben wir kein Licht. Glaskugel mit Blick in den. Ja. Das war's. Schauen wir den nächsten Film nach? Ja, muss ja, wenn er da ist. Ja, du musst da drauf drücken. Da haben wir uns, oder? Ja. Oh, läuft schon. Ach, das ist jetzt mit dem, wo wir jetzt waren. Ja. Nimmst du es auf? Ja. Yeah.
Das ist das beste Hook von oben. Ja, das ist es oben. Ja, ja. Das war's von oben. Okay, nach links, drück auf den linken Bildschirm. Weiter runter. Noch weiter runter. Da gibt nichts mehr. Guck. Doch, haben wir unser Kissen alles? Da oben, da oben. Na so, da müssen wir hier gucken. Da war mal eine Terbe vorne. Das ist die auch gut. Die war schön. Oh. Die war cool, die Terbe. Das Außenbecken, das linke Außenbecken war schön warm. Ja. Da wo ihr euch nicht reingetraut habt. Das ist unser Bild. Schön, dass es Kessal ist. Mhm. Sehenswert. Das ist Saunawelt. Das ist die Saunawelt, stimmt ja. Oh, schaut schon cool aus, guck mal das an. Dampfsauna. Ja, schöne Saunawelt. Das war's. Fatkiss. Da musst du nur da drauf drücken. Das ist das Ding, das wir mal vorhin hatten. Da kannst du auch ein Video sehen. Aha. 1906 erobert. Heute kann ich ja genau. Oh, die funktioniert noch. Ja. Dann haben wir nichts mehr, oder? Bild? Nein, kann auch nichts mehr sein. Hier ist nichts mehr. Der Kessal ist dann haben wir auch schon alles gesehen. Da haben wir nur drauf geguckt. Dann gerade hier haben wir hier schon so das Bild, können wir vielleicht haben drauf. Ja, das haben wir schon gesehen. Den Brunnen haben wir gesehen, aber das dann nicht. Nee. So schaut das, wo wir jetzt gerade sind. Mit auch vorstellen. Das macht auch gerade Geräusche. Ah ja. Das siehst du aber jetzt nicht so eigentlich viel. Bilder? Nur Bildchen. Reicht doch schon, das sind wir so, ja, so etwas nie gesehen. Ja. Das sind noch. Kneipen? Das haben wir schon vorgesehen, oder? Ja. Das süße. Das Wasser selbst zurück. Ja, grüß Gott. Hast du was gesagt? Nee. Okay, das haben wir vorhin schon gesehen. Haben wir, ja, die haben wir vorhin ja gesehen, da wo sie rumgelaufen ist, da die Frau. Ja. Das waren die zwei Stück. Ne, nochmal, ja, die haben sie rumgemacht. Ja, da, da ist noch ein Foto. Da war das mit, okay. Mit den Armen. Da war noch ein Foto? Okay, da war nichts Besonderes. Da ja. Ist Kamera. Das Lübold Boldbad. Also der größte Badehaus Europas. Es ist das Treppenhaus, begeistert noch heute. Das größte. Das ist ja auch wirklich ein Kunstwerk. Und wo kann man sich jetzt baden? Da. Ja. Badehaus. Dann auch noch. In hier in Sulgas und Moorbäder. Das ist sowas Badehausen früher. Da, da kannst du reingehen. Kannst du schön schwimmen. Kannst du einen Arsch abbrechen. Das ist nicht. Oh. Verlassen Sie die warme Stelle. Sonst ist ja auch nichts mehr hier. Das waren wir schon vorhin. Ja. Leupoldbad, 100 des Hauses. Das haben wir vorne schon, oder?
Nee. Das war ja vorhin schon das Video, oder? Drücken wir drauf jetzt auf Video. Wie kommt man das? Bekannt vor, oder? Ja, bekannt vor. Da sind Leute da überall. Das ist ein logischer Kurort. Und das sind alles immer das Gleiche jetzt. Du kannst damit nichts anfangen. Weil die nichts sprechen. Ja, das sind ja Bilder. Warte noch mit deinem Finger. Kommt nichts mehr. Kriegst du, ne? Und da ist auch nichts mehr zu finden. Ich drehe die Kiste rum. Maxbrunnen. Da haben wir noch einen Brunnen, da habe ich schon getrunken. Da sind wir noch wieder in dem Badehaus. Ne. Maxbrunnen. Da ist nichts. Die Wandhalle. Wandhalle. Da, Wandhalle. Guck mal, was da ist. Ist da genau. Ein Bild. Ja? Maxbrunnen. Das ist ja schon wie ein Brunnen. Warte drauf. Du kannst eine Fotografie machen. Foto. Information auf, oder? Maxbrunnen. Da ist nichts Besonderes da. Das war's? Ja, das war's. Gut. Ja, da ist sogar Lautsprecher, aber geht ja gleich an. Das hätten wir wissen müssen. Ja. Ich bin jetzt irgendwo da hinten Reife kochen. Ja. Alles okay? Ja. Hat? Okay. Also hier ist nichts mehr Besonderes. Nee, ist ja nicht gut. Dann werde ich sagen, gehen wir zurück zum Auto. Genau. Laufen wir dahinter. Haben wir alles gesehen? Ja. Fahrt Kissingen. Ein bisschen. Aber die Therme war wirklich gut. Ich habe ja bloß schon verlückt in der Regel. Ja. Kann ich das ganze Preise durchmachen. Du musst da vorne leuchten. Deine Leuchtkraft. Ja, ich ärgere mich. Ich glaube, die Lampe von mir geht jetzt langsam ein bisschen leer. Ja? Laufen wir da durch, wieder durch? Ja, okay. Und der Schluss. Laufen wir da wieder durch. Yes! Willkommen wir, die fünf Freunde. Das sind wir. Und da geht's hoch. Und hier? Da warst du schon durch, oder? Ah, scheiße, nein. Komm, so. Scheiße, ich hab's gebraucht. Wenn ich nach oben gekommen. Okay. Ich habe oben schön zu Öl angemacht. Es ist warm, nicht mehr übernachten können. Und jetzt Luft. Von Norden. Lauf mal an dem Ding vorbei. Ja. Die Luft ist gut. Ja. Insulation. Und wie heißt das Wort? Da kannst du bis zum Ende laufen. Ja. Und da geht's nicht. Ja, da haben sie es abgesperrt, haben wir gesagt. Da ist wahrscheinlich irgendwas morsch oder was, weil ich muss das reparieren, ja, oder was.
Hier steht Ende des Weges, des Fahrradweges. Und das ist Ende des Videosweges oder unser Abenteuer heute, oder? In Bad Kissingen. Oder in der Rhön. Wir haben leider keinen Camper wie die anderen hier und konnten übernachten. Ich meine, es ist sehr kalt geworden. Ja. Wir fahren wieder nach Hause. Ja. Wird aber kalt. Ja. Und bald. Nein, haben sie abschleppt, glaube ich jetzt schon, ne? Bis mal ein Laufen. Ja. Bald ist es hier wieder im Juni. Mhm. Ist es Anfang Juni ist das Abenteuer Allradmesse in Kit. In Bad Kissingen, große Offroad-Messe, oder die größte Offroad-Messe der Welt und Europas, ist wie ein Juni, Anfang Juni. Und wenn Frohleichnam der Freitag ist, also wenn Donnerstag ein Freitag ist. Ja, das ist so komisch ausgebessert. Du bist ausgebessert. Nein, das ist so. Dann sagen wir danke fürs Zuschauen, Einschalten. Wir werden uns bald wieder. Bis next. Ja. Tschüss, goodbye. To you. To you. Gute Nacht. Gute Nacht, schlaf gut. Schönen Abend, schönes Wochenende und schönen Feiertag. Und alle, die Urlaub haben oder Ferien haben, schönen Urlaub, schöne Ferien. Euer Justus, Game Over. Over and out. Good night. Over, Justus, over night.